Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben den 18. April, Sonntag. Es ist 17.50 Uhr und ich grüße aus Kamenz, aus der großen Kreisstadt Kamenz in Ostsachsen, mit einem Blick die Oststraße hinauf in Richtung Bahnhof. Und wir erwarten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem stillen Protest an der Oststraße. 18.07 Uhr in Kamenz an der Oststraße. Es sind ein paar Bürger am stillen Protest, an der Veranstaltung hier zum stillen Protest selbstverständlich eingetroffen. Und jetzt vor eben gerade erst einer Minute auch die sächsische Polizei, eine Beamtin und der Beamter, die wohl wieder auf uns aufpassen werden. Und ich habe schon fast gedacht, wir bleiben heute ohne Polizeischutz. Aber man hat uns nicht vergessen. Jawohl, hier ist ein Teilnehmer fahrradfahrend. Er hat keine Maske mit, muss sich sozusagen während der Versammlung bewegen. Auf einmal stehen wir hier zusammen, um uns herum lodern Flammen, und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen, doch wo wir sind, sind wir viele. Und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Seht her, wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Sie haben uns immer nur belogen, doch wir sind übers Nest geflogen. Und es ist kaum zu glauben, es ist kaum zu glauben. Sie wollen uns unsere Würde nehmen, doch wir stellen uns ihnen entgegen. Und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Stehen. Wir haben hinter euren Masken gesehen. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Seht her, wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Seht her, wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir haben viel zu lang geglaubt, wahnartig, zahm und brav. Sie haben uns die Luft geraubt, doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Seht her, wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Vaterland, unser Grundgesetz muss sterben. Hier fehlte es an einer Maske. Der junge Mann war schneller als Versammlungsleiter. Gut. Seht doch den Corona-Irrsinn.
Hosen, gehen zugrunde unser Vaterland. Seht doch den Corona Irrsinn, gehen zugrunde unser Vaterland. Dann hast du einfach so ein riesengroßes Holzturm, guck dich einfach rein, dann kommst du einfach mit und die Oma rum. Und da können wir ganz in Ruhe reden, weil da ist der kleine Kampf. Wegen Freitag dann? Was? Willst du jetzt was reden? Über Waldorfdorf. Wobei wir sonst natürlich nicht aussteigen werden dürfen. Das ist mit 5.000 Euro Strafe verboten. Ja. Was ich mir natürlich einen Tag vorher und das ist im Norden ist auf meinem Haus. Der wird, wenn er da ist, wird er uns auf jeden Fall trotzdem hören. Ansonsten, nächste Woche haben wir nochmal ganz normal hier unsere Mahnwache. Und ab dem 30.04. Freitag müssen wir halt nochmal eine Entscheidung treffen, ob 17 oder 18 Uhr. Dann bin ich auf euch ein bisschen angewiesen. Fangen wir an mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz mit offenem Mikrofon. Also ich werde sicherlich einen Beitrag zusteuern jedes Mal, vielleicht an die Petra oder so. Nee. Gut, dann Petra schon mal näher, aber dann kann jeder, der gern reden möchte, soll dort reden. Es wäre schön, wenn wir dort von dem Corona-Ablenkungsmanöver als Redethema wegkommen und uns vielleicht um die wichtigeren Themen bemühen, die es aktuell gibt, weil Corona ist, wie gesagt, nur eine Ablenkung. Was im Hintergrund läuft, ist viel existenzieller. Und darauf sollte man achten eigentlich. Das ist also die Entscheidung. Wenn ihr mir noch was sagen könnt, ob 17 oder 18 Uhr besser ist zum Freitag. 18 Uhr. Dann machen wir 18 Uhr. Dann gebe ich das irgendwas Superwetter bis Verdammungsbehörde nochmal durch. Beworben werden darf das schon übrigens. Auch der Kurse. Auch der Kurse darf schon beworben ist werden. Von der Zeit her. Nach der Woche kommen noch die digitalen Flyer dazu. Es geht jetzt die Frage, ob wir Sonntag trotzdem hier stehen wollt. Nee. Also ich habe jetzt erstmal nicht verlängert. Wir haben nächste Woche noch, ist, ja, ist der letzte Termin hier. Und dann für den Freitag, wenn wir präsenter sind. Für den Freitag drauf, dann ist schon angemeldet. Wir sind auch zu anderen Demos, Wochenende und Sonntag. 18.10 Uhr, die Versammlung wurde bereits beendet in Kamenz. Als Mahnwache, als stiller Protest angemeldet. Zum Schluss noch ein kurzes Liedchen gesungen heute. Ein paar Menschen stehen noch hier und unterhalten sich einzeln. Waren wir wieder 35 Personen heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Vielleicht meinen bescheidenen Kanal abonniert. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Zeit und bleibt gesund und munter, haltet durch. Und steht für Frieden, Freiheit und Wahrheit ein. Alles Gute und Tschüss aus Kamenz.